Ja, ich bin Stefan Hermes. Wir haben zu Hause einen Mischbetrieb mit Sauen und Mastschwein, zusätzlich Ackerbau, und haben uns dann 2017 dazu entschieden, eine Kleinmannpresse zu kaufen, mit der wir möglichst viele kleine Ballen einfach verpacken können und dann zum Beispiel Richtung Holland zu verkaufen, wo es wenig Stroh gibt und vor allem keine kleinen Bunde, weil der Transport dahin einfach zu teuer ist. Wir pressen vor allem unser eigenes Stroh, unser eigenes Heu, fahren aber auch im Lohn los und pressen damit Heu. Also hier haben wir jetzt die Welger P830. Die hat am meisten Leistung in der Kleinballenpressenbranche, sag ich mal. Und dahinter ist dieser Bellbaron, der 21 kleine Bunde in ein großes Paket zusammenpresst, so dass man ihn mit dem Trecker verladen kann und dann auch auf Ballenwagen, ganz normalen Ballenwagen, transportieren kann. Ja, wir pressen damit im Jahr zwischen 20.000 und 30.000 kleinen Ballen. Je nachdem, wie die Erträge sind, wie das Wetter ist. Davor haben wir den New Holland T790. Man braucht für den Bellbaron eine Ölleistung von 110 Litern die Minute. Die kann dieser Trecker locker stemmen. Die Kleinmannpresse ist für ihn auch eigentlich mehr Spielzeug. Man könnte dafür auch einen kleineren Trecker benutzen, aber den haben wir nun mal nicht. Wir arbeiten damit seit 2017. Ist jetzt die vierte Saison. Wir haben die Maschine, so wie sie jetzt hier steht, in der Kombination nur im Stroh. Im Heu bauen wir die Maschinen wieder auseinander und dann kommen die einzeln hinter zwei Trecker. Da kommt dann an den Bellbaron kommt eine Pickup dran, eine Ballenaufnahme, weil in dieser Kombination mit, ich glaube, 16 Meter Länge in kleineren Wiesen einfach nicht zu tätigen ist. Das geht nur im Stroh. Und da kann man jetzt im Stroh halt einen Trecker und einen Fahrer sparen.